Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe hier mit Forex Screener und Manuel Lücke. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend wieder dabei sind und natürlich freue ich mich auch, dass Manuel wieder dabei ist und für uns die Zeit gefunden hat, hier die Webinarreihe mit uns zu veranstalten. Heute mit dem Thema Markt scannen und Trades finden. Bin schon sehr gespannt. Und bevor ich den Bildschirm final übergebe, müssen wir natürlich immer kurz den Risikohinweis besprechen. Bevor wir das aber machen, möchte ich mich natürlich auch noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto für alle, die zum ersten Mal dabei sind. Und ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen von FX Flat. Ja, der Risikohinweis. Ist wichtig zu wissen, dass dieses Webinar nur zu Informationszwecken und Durchschulungszwecken entsprechend dient. Und unabhängig vom Inhalt müssen Sie wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen. Und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn der Forex-Screener entsprechend sehr viele Ideen generieren kann. So, dann Manuel, dann gebe ich dir sehr gerne den Bildschirm. Bin gespannt, was du heute mitgebracht hast und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ja, dann vielen Dank, lieber Nelson, für die Einleitung. Und dann auch von mir nochmal ein herzliches Hallo. Freut mich, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind zu einem Forex-Screener-Webinar. Und heute ist das Thema Marktscreening, Trades finden per Knopfdruck. Marktscreening ist ja sowieso das generelle Thema beim Forex-Screener. Und heute ist es nochmal ein bisschen allgemein gehaltener. Ich werde auf jeden Fall das Repertoire vorstellen, was der Forex-Screener zu bieten hat. Ich werde auf Fragen eingehen und ich würde heute ganz gerne auch nochmal die vielen neuen Forex-Screener-Teilnehmer abholen. Und ja, wir werden uns Settings angucken. Setups werden wir uns ansehen am Markt. Wir werden die verschiedensten Filter ausprobieren. Wir werden gucken, wie wir bestimmte Setups finden können, was wir dafür einstellen müssen, weil es doch ein bisschen komplex sein kann, auch gerade am Start. Und ja, ich hoffe mal, dass ich heute so einen ganz guten Rundumschlag hinbekommen werde. Bevor es losgeht, noch eine kleine Vorstellung meinerseits. Mein Name ist Manuel Lücke. Ich bin jetzt schon seit über 10 Jahren an der Börse aktiv und nebenbei auch ein Informatiker, quasi Softwareentwickler und habe quasi beides zeitgleich begonnen, die Entwicklung und auch das Dasein an der Börse. Damals in einer Berliner Vermögensverwaltung gestartet. Dort ging es um die Entwicklung von Handelssystemen, quasi vollautomatische Handelssysteme, die rund um die Uhr laufen, beziehungsweise immer, wenn die Börse halt geöffnet ist, logischerweise, und von Tradern überwacht werden. Und wenn es zu Problemfällen kommt, da müssen die natürlich auch mal eingreifen, eventuell was korrigieren, die Bestände korrigieren oder vielleicht auch mal eine Position rauslöschen, falls es mal zu einem Fehler gekommen ist. Und ja, das Thema fand ich so interessant, weil ich halt gesehen habe, was möglich ist, dass man wirklich einfach mit seinem Kapital ohne irgendwelche Kunden sein Geld verdienen kann und auch eine Menge Geld dazu verdienen kann, muss man mal sagen. Und dass das Thema auch einfach sein kann. Also ich sag mal, der Start ist natürlich nicht so easy, wenn man mit dem Trading anfängt oder an der Börse anfängt. Ist auf jeden Fall ein harter Weg. Aber ich glaube, wenn man das dann einmal gemeistert hat, dann ist es ja im Endeffekt schon fast wie so eine Superheldenfähigkeit, dass man halt mit wenig Hab und Gut, also beziehungsweise nur mit dem Kapital und seinem Kopf einfach Geld verdienen kann. Von daher bin ich immer in dem Gebiet geblieben und habe es auch weiterhin vor und bin dementsprechend heute mit zwei großen Projekten aufgestellt. Das eine ist der Forex-Screener. Darum soll es heute gehen. Ein Screening-Tool, was es vereinfacht, wenn man eben nach Setups auf der Suche ist am Markt. Und das zweite größere Projekt ist Top-Trading-Software. Das ist ja, man kann sagen Agenturgeschäft. Also dort kann jeder Trader auf uns zukommen, der beispielsweise vorhat, sich ein Handelssystem entwickeln zu lassen oder auch ganz allgemein Software für den Trading-Alltag sich entwickeln zu lassen, irgendwas zu automatisieren. Also wenn man beispielsweise auch
Position manuell eingeht und das gerne einfach von alleine managen lassen will mit einem Unterstützungstool, dann kann man beispielsweise gerne auf uns zukommen und wir werden das umsetzen. Und wir haben eine Vielzahl von Themen, die wir entwickeln können. Das geht los mit Handelssystemen, Indikatoren, Copy Trading Software, dass man eben seine Trades vervielfachen kann und gleichzeitig handeln kann oder spiegeln kann auf mehreren Konten. Monitoring Software für die Überwachung von verschiedenen Konten und eben auch das Management von aktiven Trades. Also, wenn Sie da Interesse haben, gerne mal vorbeigucken, top-trading-software.de und wir automatisieren Ihren Trading-Alltag. Aber zurück zum heutigen Thema. Marktscreening, Trades per Knopfdruck finden. Hört sich auf den ersten Blick erstmal sehr easy an und man kann auch sagen, hört sich nicht nur an, sondern nimmt wirklich eine Menge Arbeit ab. Also wenn man sich mal so vorstellt, der Alltag eines Traders, wie sieht es aus? Wir haben extrem viele Handelsinstrumente, die wir begutachten können, wo wir in den Charts schauen können. Und es gibt eben so diese zwei Kategorien von Tradern, ne? Es gibt die einen, die handeln immer nur die gleichen Charts, beispielsweise nur den Euro-US-Dollar oder nur den DAX. Und wenn dann eben kein Setup gerade da ist, wenn man vorhat, aber zu handeln und vor dem Rechner sitzt, dann entweder sucht man sich die Setups, sieht was, was nicht vorteilhaft ist und schmälert das Konto, ne? Die Professionellen, die können dann einfach warten, die haben die Geduld und sagen sich, okay, jetzt ist in meinem Handelsinstrument kein Setup vorhanden, ich gucke einfach später nochmal rein oder lass mich später alarmieren, wenn der Kurs eben eine bestimmte Grenze durchschritten hat und komm dann nochmal und verliere kein Geld in der Zwischenzeit. Guter Hinweis. Und dann gibt es noch die andere Sparte, die handelt eben alles an Handelsinstrumenten, was die Online-Plattform oder der Broker eben zu bieten hat. Und da gibt es ja extrem viele. Also alleine schon an Forex-Paaren gibt es ja schon über 50 Stück bei FX Flat. Und dann kommen eben noch Commodities dazu, Indizes, Aktien etc. Und wenn man sich das alles manuell anschaut, dann kann man quasi seinen ganzen Alltag im Trading verlieren. Also das ist auch nicht Sinn der Sache. Letzteres hat natürlich aber den Vorteil, wir haben mehr Möglichkeiten zum Handeln, ne? Wenn wir einfach in einen größeren Pool reingehen, wo uns Optionen geboten werden, wo unsere Handelsstrategie abgebildet wird, dann haben wir natürlich mehr Möglichkeiten, dort einen Trade zu finden. Und hier kommt so das Marktscreening ins Spiel, was quasi genau das für uns tut, also was uns genau diese Arbeit abnimmt, und zwar einfach dieses Überwachen der Handelsinstrumente, was wir jetzt selber nicht mehr machen müssen, sondern im besten Falle per Knopfdruck sagen, was wir haben wollen, die Engine. Die wird dann einmal den kompletten Markt durchrödeln, gucken, wo werden unsere Kriterien, die wir reingegeben haben in unsere Engine, wo werden die erfüllt? Und spuckt uns dann eben als Output die Ergebnisse aus, also die Symbole in dem Falle, die Forex-Paare oder je nachdem, was man eben auch als Kategorie in den Trade-Kriterien reingegeben hat, ne? Wenn man jetzt sagt, ich will mir nur Forex-Paare anzeigen lassen, dann kommen hier zum Schluss auch nur Forex-Paare raus. Und wenn man sagt, gib mir alles, dann kommen halt auch Aktien, Indizes etc. raus. Und Trade-Kriterien sind eben die Sachen, wo man seine Handelsstrategie mit definiert. Also wo man sich im Klaren sein muss, was will ich denn eigentlich sehen am Markt? Was muss passieren, damit ich auf den Knopf drücke zum Kaufen oder zum Verkaufen? Und da gibt es die verschiedensten Ansätze. Also da hat ja jeder sein Credo, was er im besten Falle selber für sich entwickelt hat, oder man lässt sich eben von ja, externen ein bisschen inspirieren, oder vielleicht bekommt man auch eine gute Handelsstrategie, die man dann nur noch ausführen muss. Und die gibt man dann eben als Kriterium in eine Screening Engine herein, also bei uns halt in den Forex Screener, sodass man sagen kann,
Meine Strategie, die besteht eben aus einem sehr hohen Momentum, was ich abbilden kann, beispielsweise mit einem sehr hohen RSI-Wert, der beispielsweise über 80 liegen soll. Dann gebe ich das als Kriterium rein und als Output erhalte ich dann eben alle Symbole, die einen RSI-Wert über 80 haben, sozusagen. Und so sieht das Ganze in der Theorie aus. Man könnte hier auch andere Trade-Kriterien eingeben, beispielsweise zeigt mir alles an, alle Aktien, die eine Gap haben, also die eben eine Lücke haben zwischen Schlusskurs und Eröffnungskurs und bekommt das Ganze raus. Und der große Vorteil, man kann eben alles auch miteinander kombinieren. So, und das ganze Theoretische, was ich gerade erzählt habe, würde ich sagen, gucken wir uns mal an, nachdem wir jetzt so eine erste Vorstellung bekommen haben, wie das Ganze funktionieren soll. Und ja, so sieht unser Tool aus, der Forex Screener. Man sieht eben, auf den ersten Blick wirkt es bestimmt ein bisschen unübersichtlich, weil es eben so viele Trade-Kriterien gibt, die man eingeben kann. Das ist ja quasi grenzenlos. Und die haben wir hier alle in Form von Filtern abgebildet. Also hier könnte man beispielsweise eingeben, das Beispiel mit dem RSI, was ich gerade eben genannt habe. Der RSI soll eben über 80 sein, kann man hier sagen. Jetzt würde der komplette Markt durchsucht werden und man könnte in den Asset-Kategorien eben auch noch eingeben, welche Kategorien man eben handeln möchte oder was im Endeffekt vom Output bei rauskommen soll. So. Dann haben wir jetzt einmal Forex Major Paare, RSI über 80 und wir können eben gucken, unten in der Ergebnis, Sektion, da werden uns alle Ergebnisse angezeigt. In unserem Falle jetzt haben wir null Ergebnisse gefunden, was im Umkehrschluss heißt, es gibt gerade keinen Forex Major Paar, was den RSI-Wert über 80 hat. So, das ist nicht so schlimm. Wir können ja auch einfach nach anderen Kriterien gucken, weil dann hat der Markt das eben gerade nicht für uns parat. Und dann schauen wir uns eben nach was anderem um. So, hier habe ich jetzt als Beispiel mal Bollinger quasi eingegeben in das Suchfeld und dann werden mir alle Filter angezeigt, die eben auf dieses Kriterium, die das quasi im Namen haben. Und hier gibt es zwei Filter. Der erste ist jetzt relevant für uns. Der heißt über slash unter Bollinger Bänder. Und hier kann man quasi sagen, zeigt mir mal alle Instrumente an, die jetzt unter den Bollinger Bändern sind. Und dann schauen wir mal, ob wir hier was finden dazu. Jetzt sind wir wieder in der Ergebnissektion und ja, da haben wir auf jeden Fall eine Menge Ergebnisse gefunden, die das Ganze jetzt für uns widerspiegeln. Und wenn wir sowas gefunden haben, haben wir immer die Möglichkeit, uns das Ganze in den Charts noch anzugucken. So, indem wir einfach hier raufklicken, wenn wir das Forex Screener Addon schon installiert haben. Wer das noch nicht hat, kann ich nachher gerne auch noch mal kurz zeigen, wie man das installiert. Der große Vorteil ist, man klickt hier einmal rauf und dann öffnet sich das Ganze im MetaTrader, so dass man nicht manuell noch das Symbol raussuchen muss oder eingeben muss und dann auch noch das Zeitintervall eingeben muss, was man gerade eben im Forex Screener gefunden hat. Und noch ein weiterer Riesenvorteil, die Filter bzw. die Indikatoren, die man genutzt hat für die Kriterien, die werden hier auch gleich mit visualisiert. Also in unserem Falle das Bollinger Band, was hier eingezeichnet wird. Und wir haben jetzt den US-Dollar, kanadischen Dollar auf Wochencharts bzw. mit Wochencandles. Das Bollinger Band wird eingezeichnet und man sieht hier die letzte Candle. Also in dem Falle guckt er dann halt auf die zuletzt abgeschlossene Kerze, dass die unser Kriterium erfüllt und liegt entsprechend unter dem Bollinger Band. So, ups, kann man auch nochmal kurz reinzoomen. Also sieht man hier, die grüne Linie ist über dem Schlusskurs sozusagen. Und das ist quasi das Prinzip in der Praxis, wie das halt funktioniert mit dem Screening. Wir geben ein Kriterium ein
Und dann erhalten wir unsere Ergebnisse und können das Ganze dann im Chat öffnen. So, das mal für den Einstieg. Was ich vielleicht noch als kleinen Punkt erwähnen sollte für den Einstieg, wenn man mit dem Forex-Screener arbeitet: Neben den Filtern haben wir auch noch Gruppen, die wir einfach aufklappen können, und dann haben wir dort weitere Filter drin. Weil bei den Gruppen, ja, im Endeffekt wurden dort Filter gruppiert, die nach dem gleichen suchen, aber dann in umgekehrter Weise sozusagen, ne? Also, dass man beispielsweise nach Kerzen in Folge sucht, und der eine Filter hat dann nach grüne Kerzen und der andere Filter hat dann eben die roten Kerzen in der gleichen Gruppe. Dass es logisch ein bisschen gebündelt ist. Okay, der Grundstein ist gelegt, würde ich sagen. Und wir können jetzt quasi, oder man kann sich jetzt fragen: Ja, was bringt mir denn das Ganze jetzt? Also, ist ja schön, dass ich den Markt irgendwie filtern kann, aber im Endeffekt will ich ja gute Trades finden. Und die Frage ist natürlich: Wie finde ich die guten Trades? So, und hier einer der wichtigsten Punkte, und es gilt nicht nur für das Marktscreening, sondern allgemein auch im Trading: Man sollte sich immer bewusst sein, wonach man sucht, und man sollte das schon wissen, bevor man das im Chart sieht. Das heißt quasi, wir brauchen für uns eine Strategie, die wir schon in unserem Kopf haben. Und wir sollten wissen, wie unser Setup aussieht. Und es gibt ja die verschiedensten Ansätze. Wir werden heute auch noch ein paar von den Ansätzen durchsprechen. Wir sollten das schon im Kopf haben, bevor wir im Chart das dann halt sehen und uns denken: Ach ja, genau danach war ich auf der Suche. Und das kann nämlich schnell in die Hose gehen. Also, dass man einfach in den Aktivismus verfällt, weil man jedes Mal denkt, dass es ein Setup ist, wonach man gesucht hat, und dann werden im Endeffekt aber doch Regeln vielleicht nicht erfüllt. Also man sollte diese ganzen Regeln sollte man sich auch mal aufgeschrieben haben, was muss alles erfüllt werden, damit ein Trading Setup valide ist. Und wer jetzt mit dem Marktscreening Tool von uns arbeitet, der hat eben auch den großen Vorteil, dass haargenau geprüft wird mit den Kriterien, ob das erfüllt wird oder nicht, sozusagen. Und wir können uns ja mal Setups angucken und schauen, wie wir das Ganze mit dem Forex Screener umsetzen können. So, hier haben wir beispielsweise den Handel mit Widerständen. Und das Mindset dabei ist eben: Wir haben ja unseren Chart, unsere weiße Linie, und der Markt, der hat immer so bestimmte Levels, die er dann anläuft. So, und die werden im Endeffekt, werden die auch gebildet durch den Chart. Also, wenn man sich mal vorstellt, da wo die Börse quasi losgegangen ist, ne, sagen wir mal jetzt hier, fing irgendwann mal der Kurs an zu ticken. Dort gab es ja noch keine Levels, die irgendwie eingezeichnet sind oder eingezeichnet waren, wo der Markt dann eben bis an das Level gelaufen ist und dann dort einen Stopp gemacht hat und abgeprallt ist und dann eben zum nächsten Level gelaufen ist. Sondern Widerstände sind eben Preislevels, die durch den Markt gebildet wurden. Und dabei ist eben die Theorie: Man hat markante Stellen, die sich mit der Zeit quasi, also Extrempunkte, Hochpunkte oder Tiefpunkte, die sehr markant sind. Und wenn die einmal ausgebildet wurden, dann ist eben die Theorie, dass der Kurs nicht so einfach daran vorbeiläuft, wenn er das zweite Mal oder wenn er das dritte Mal dieses Level anpeilt. So. Es kann natürlich immer mal passieren, dass der Kurs dann trotzdem kommt und durch dieses Level einfach durchläuft, aber die Wahrscheinlichkeit ist sozusagen auf unserer Seite, dass es nicht passiert und dass es mindestens eine Reaktion gibt, wo der Kurs bei diesem Level, was hier schon mal ausgebildet wurde, reagiert, indem er halt davon abprallt und entweder das nächste tiefere Level anpeilt oder zumindest so reagiert, dass er vielleicht ja auch nur eine kleine Korrektur macht, die man dann eben mithandeln kann.
und dann erst durch das Level läuft. So ist die Theorie dahinter. Und im Endeffekt, wenn wir jetzt einen Widerstand haben, der Kurs kommt quasi von unten, macht das Ganze zu dem Widerstand, weil er eben daran abprallt. Und irgendwann schafft der Markt es aber nach mehreren Versuchen, schafft er es dort durchzugehen, dann ist in der Theorie das auch so, dass der Widerstand, der zuerst ein Widerstand war, eben eine Unterstützung wird. Und wenn der Kurs dann das nächste Mal von oben kommt, diesen Widerstand oder jetzt Unterstützungslevel, dass er das eben nochmal testen wird und dieses Abprallphänomen dort nochmal ganz genauso passieren wird. So. Und jetzt, wenn wir das eben handeln wollen, dann müssen wir halt solche Levels finden, beziehungsweise Situationen finden, wo der Kurs an so einem Widerstand ist. Test, Test. Hört man mich noch? Ja. Ja, jetzt hören wir dich. Okay. Ist gerade mein Headset ausgegangen. Ja. Und wir haben natürlich mit dem Forex-Screener haben wir Möglichkeiten, solche Widerstandssituationen zu finden. Wir müssen hier einfach, ich lösche einfach mal alle Filter. Und wenn man sich jetzt mal so durchguckt, sozusagen, kann man halt sehen, wir haben hier Langzeit-, Hoch- oder Tiefbrüche. Das heißt quasi, wenn der Kurs jetzt ein 52-Wochen-Hoch beispielsweise durchbrochen hat, das ist sozusagen der Bruch, wir können uns das ja mal kurz angucken, also quasi der Bruch eines Hochs und dort hat man dann diesen Retest, den man nochmal handeln kann. Schauen wir hier mal beispielsweise rein. Aktie. So, und dann haben wir jetzt, das sind Wochencandles. Wir sehen hier diese vertikale Linie. Das ist, wo das Jahr 2023 losgegangen ist. Und das Hoch dieses Jahres ist quasi hier gleich im Januar gemacht worden. Oder vielleicht ist es auch sogar schon im Februar. Ne, ist genau Ende Januar, Anfang Februar wurde dieses Hoch ausgeprägt. Und was jetzt passiert ist, der Kurs ist erstmal in die Richtung gelaufen. Man kann an der Stelle nicht sagen, dass das wirklich abgeprallt ist, sondern er hat da versucht hinzulaufen, aber die Verkäufer haben den Kurs wieder nach unten gedrückt. Jetzt haben wir die Situation, dass in den Wochenkerzen diese Woche sogar das letzte Hoch, was vor einem halben Jahr quasi am Markt markiert wurde, dass es hier einfach durchgelaufen ist. Wenn man jetzt auf einem tieferen Zeitintervall in dieser Woche geguckt hat, bin ich mir sicher, dass der Kurs hier auch mal kurz reagiert ist und quasi abgeprallt ist, weil die Verkäufer das Jahreshoch verteidigt haben. Und jetzt haben wir aber schon die Situation, der Markt ist nach der Reaktion weiterhin durchgelaufen. Wir sind jetzt gerade in dem Run, ein neues Hoch zu etablieren. Und was eben als nächstes passieren wird, dass wir zu einem gewissen Zeitpunkt, der wahrscheinlich ja bald auftreten wird, der Kurs wieder herunterkommen wird und er wird den alten Widerstand, der jetzt eine Unterstützung geworden ist, eben nochmal antesten. Und das Trading Setup würde an der Stelle einfach so aussehen. So könnte man dann halt diese Situation handeln. Jetzt ist es eben kein Setup für, man kann es jetzt gerade sofort handeln, sondern das ist eher so ein Watchlist-Setup, sage ich mal, wo man sich vielleicht ein Alert reinpacken kann, und dann eben benachrichtigt wird, wenn der Kurs wieder auf dieser Höhe ist oder wenn man vielleicht schon ein bisschen die alten Hochs hier noch mit begutachtet, kann man sich auch schon auf diesem Level oder in diesem Bereich eben alarmieren lassen. So, und man sieht auch, wenn man eben in der Vergangenheit mal zurückguckt, rund um dieses Level, ne, diese orangene Linie, dass es dort schon öfter Reaktionen gab, sozusagen. Und dort hätte man immer mal wieder ein Setup mitnehmen können. Hier kam auch so dieser
dieser Test quasi von oben wieder einmal komplett runtergelaufen, um dann Richtung Norden abzuhauen. So, das wäre ein Setup, wie man mit den Widerständen handeln kann. Aber wir haben natürlich auch noch weitere Widerstandsfilter, die wir uns mal angucken können. Und zwar die Langzeit-Hoch-Tief-Bruchgruppe. Dann gibt es auch einer meiner Lieblingsfilter, also nach wie vor immer die Pivotpunkte. Dort gibt es auch zwei verschiedene Gruppen. Einmal kann man quasi sagen als Kriterium, dass wir uns über oder unter einer der Pivotpunkte befinden. Und dann gibt es aber auch noch einen Distanz zu Pivotpunkten Filter, dass man sagen kann, wir wollen nicht drüber oder drunter sein, sondern wir wollen sehr dicht dran sein an einem Punkt. Das können wir uns einmal ansehen. Nehmen wir uns den Punkt R3 und gucken mal, ob wir hier was haben. Ach so, dann ist immer noch wichtig bei den Pivotpunkten, dass man auch ein Zeitintervall mit einstellt, weil ansonsten sucht der Forex-Screener eben auf allen Zeitintervallen von allen Symbolen, weil eben jedes Zeitintervall so gesehen an dem Pivotpunkt dran ist, ne? Anders als bei den Bollinger-Bändern, wo ja jedes Zeitintervall sein eigenes Bollinger-Band hat, haben ja alle Zeitintervalle den gleichen Pivotpunkt sozusagen. Und deswegen gibt es dann so Mehrfachtreffer. Und hier haben wir eine Aktie als Treffer, die sich an dem Pivotpunkt R3 befindet, beziehungsweise eben in der Nähe befindet. Also der aktuelle Kurs, der Close ist quasi 0,028% entfernt von dem Punkt R3. Und das Ganze sieht dann eben so aus. So, es ist jetzt der M15-Chart und man kann hier auch wieder sehen, wie das Ganze reagiert hat oder noch reagiert hier oben, ne? Also wir haben hier dieses Hoch und der Markt ist nicht weiter direkt durchgelaufen, sondern wir haben jetzt eben genau diese Korrektur, die jetzt hier eingeleitet wurde. Und in diesem konkreten Falle, die Pivotpunkte berechnen sich immer auf Tagesbasis, also mit den Daten des Vortages. So, der Vortag ist genau in dieser Area hier. Und ich würde jetzt als Ziel, wenn man jetzt das Ganze als Short Setup handeln möchte, ich finde es hier ein bisschen kritisch, muss ich sagen, weil man könnte davon ausgehen, dass es bis zum nächsten Hoch, zum letzten lokalen Hoch quasi nochmal laufen würde. Und es ist hier sehr in der Nähe. Also wir haben hier kein gutes CRV. Anders würde es sein, wenn der Kurs, also wenn dieses Hoch jetzt nicht hier gewesen wäre, sondern wir hätten jetzt das als letztes lokales Hoch, dann hätten wir ein bisschen Strecke, die wir hier mitnehmen können, wo wir quasi unser Target setzen könnten und könnten auch darauf warten, könnten quasi unseren Stop-Loss so setzen, dass wir über dem Hoch diesen platzieren würden und dann hätten wir ein relativ gutes Verhältnis quasi. Wahrscheinlich von 1 zu 2,5 würde ich jetzt mal schätzen. Und ja, dann ist noch natürlich die Frage, also das Einfachste bei diesem Setup wäre der Entry, indem man ihn einfach sofort macht sozusagen. Da muss man aber gucken, ob das für einen das Richtige ist. Also ich sag mal, wenn man jetzt nicht so viel Zeit ins Trading investieren will, kann man das machen. Weiß ich langfristig aber nicht, wie sich das rechnet. Das müsste man mal für sich halt backtesten. Eine sichere Variante ist sozusagen, wenn man einfach wartet, bis die Struktur gebrochen wurde, also die Mikrostruktur. Und dafür kann man dann auch auf ein geringeres Zeitintervall gehen, beispielsweise M5 oder auch M1. Und dann guckt man eben, wo quasi das erstmal sich nach diesem Aufwärtstrend, der quasi hier irgendwo angefangen hat, ne, und dann hier noch weitergeht. Und dann wurde eben noch kein höheres Hoch gemacht und das letzte Tief wurde schon gebrochen. Das ist dann sozusagen so ein kleiner
Strukturbruch. Von daher, das ist das, was ich meinte, worauf man dann warten soll. Hätte man dann quasi, nachdem das tief unterboten wurde, einen Short Entry machen können, als quasi zusätzliche Bestätigung. Okay, also das wäre jetzt ein valides Short Setup unter der Berücksichtigung, dass das nächste Target eben zu dicht dran ist. Wenn es quasi nicht da wäre, dann wäre es ein valides Short Setup. Gut. Dann gucken wir uns vielleicht noch einen weiteren Widerstandsfilter an. Und dann können wir danach auch in die nächste Trading Setup Sektion gehen. Und ja, ich schaue hier einfach mal durch, was uns vielleicht zusagt. Pivotpunkte hatten wir schon. Ja, ich würde mal sagen, der nächstbeste Widerstandsfilter für mich ist auf jeden Fall immer noch der Preismarkenfilter. Der funktioniert so ähnlich wie der Pivotpunktefilter, indem man hier einfach die Distanz eingibt, die der aktuelle Kurs entfernt sein darf von der Preismarke. Wenn man das hier eingibt, muss man auch noch das Zeitintervall festlegen, auf dem man sich das Ganze filtern lassen will. Denn hier haben wir das gleiche Problem sozusagen, dass jedes Zeitintervall ja auch die gleichen Preismarken hat. Und dann kann man eben mal in den Ergebnissen rumgucken. Hier sieht man der Neuseeland-Dollar-Yen, der sieht eigentlich ganz interessant aus in dem Vorschaubild, weil er einfach schon eine weite Strecke gelaufen ist und anscheinend ja jetzt an einem Widerstand angekommen ist. So. Und weite Strecken zu laufen, schreit ja immer nach Korrektur. Die Korrektur ist dann wahrscheinlich einfach bis zum letzten lokalen Tief. Aber wir können uns das gerne mal im Detail im Chart angucken. So. Also die dunkelblaue Linie ist quasi unsere Preismarke. Die liegt bei 87,00. Und man kann hier bei den Preismarken halt sehen, dass an gewissen Stellen der Kurs eben reagiert sozusagen. Ne? Prallt mal mehr, mal weniger ab. Auch mal mehr, mal weniger genauer. Also im Sinne von, manchmal läuft er dann doch noch ein paar Pips drunter einfach, weil sich dort dann vielleicht die Liquidität angesammelt hat und abgeholt wird. Und hier wäre jetzt auch wieder die gleiche Vorgehensweise. Also man könnte so ja vorgehen, dass man wartet, dass ein Strukturbruch erfolgt ist, so dass man einfach einen Zeitintervall tiefer geht oder auch zwei. Und dann wartet man einfach auf so eine Situation, wo nach dem Downtrend sozusagen sich ein kleiner Abwärtstrend bildet und die Gegenbewegung eben bestätigt. Und dann kann man sich in die Long-Richtung anfangen zu positionieren. Das würde ich jetzt bei M15, würde ich wahrscheinlich auch eher auf dem M5-Zeitintervall nochmal gucken. Und dann haben wir hier halt das Hoch. Und wenn das jetzt nochmal überboten wird sozusagen und der Kurs drüber geht, dann könnte man den Long-Einstieg machen, wahrscheinlich sogar punktgenau an der Preismarke. Und das ganze Handeln eben bis zu den letzten lokalen Tiefs. Und es sind dann quasi um die 50 Pips, die man hier anpeilen kann. Den Stop-Loss würde man eben hier drunter setzen bei wahrscheinlich 20 Pips und dann hätte man auch einen CAV von ca. 1:2. Okay, da würde ich sagen, gucken wir mal in die nächsten Setups rein. Das war jetzt der Widerstandshandel und Sie dürfen auch zwischendurch Fragen stellen, wenn es welche gibt. Ich habe ab und zu ein Auge drauf, aber bisher kamen noch keine Fragen rein. Und das nächste Thema
sind quasi die Chart-Patterns, also hier sogar Candlestick-Patterns, quasi noch mal ein bisschen genauer. Und ja, was haben wir hier? Die Klassiker, die Hammerformation und das Bullish Engulfing. Hammerformation, sagt der Name schon, sieht quasi die Kerze aus wie ein Hammer. Und das ist eine Indikation für eine Long-Bewegung, die sich nach dem Hammer ausprägen wird. Das Ganze ist super gut, wenn man es kombiniert mit, also mit dem Kontext sozusagen, ne? Wenn das Ganze jetzt ein Tief eines Abfalls ist, also wenn der Kurs von oben gekommen ist, vielleicht sogar als Trend, und jetzt sind wir vielleicht sogar an einem Widerstand, wie wir es gerade eben hatten. Und dann bildet sich sogar zusätzlich noch ein Hammer aus. So, dann ist es eine sehr gute Indikation dafür, dass wir uns Richtung Long positionieren können. Und ich kann das Ganze ja mal zeigen, wie es funktioniert. Wir haben oben in der Suche, können wir Hammer eingeben. Und dann finden wir quasi in den Eventfiltern den Filter letzter Hammer. Und hier können wir einfach sagen, wann dieser stattgefunden haben soll. Am meisten Sinn macht es natürlich, wenn wir sagen, der letzte Hammer soll vor einer Kerze ausgeprägt worden sein. Und dann haben wir sehr viele Ergebnisse. Also ich kann es ja auch mal kurz zeigen, wo da sozusagen ein bisschen der Nachteil mit den Hammern ist oder warum man das unbedingt kombinieren sollte. So, und ich schau mal kurz rein, was wir hier vielleicht für ein gutes Beispiel sehen, wo das ganz offensichtlich zu sehen ist, was ich meine. Ja, das sieht schon okay aus. Wenn man hier mal reinzoomt, der Chart, der lädt gerade noch nach. So, jetzt hat er fertig geladen. Und wie gesagt, wir haben ja eingegeben vor einer Kerze. Das ist dann quasi diese Kerze. Und wenn wir uns die mal ansehen, dann sieht man schon, das Gerät hier sieht eben aus wie ein Hammer. Dünner Kerzenkörper, langer Docht und der Körper muss eben relativ weit oben sein. Dann sollte der Kerzenkörper auch ja so einen, also maximal ein Drittel von der Gesamt Länge der Kerze eben sein. Und dann ist das Ganze genauso ein Pattern. Jetzt haben wir aber natürlich das Problem, dass diese Hammerformation auch manchmal einfach in der Luft liegen oder einfach so sich einfach ohne Kontext ausbilden, sozusagen, ja. Also wenn die jetzt so mitten in der Strecke halt auftauchen und wir sind gerade in einem bullischen Run, dann muss es nicht unbedingt eine Indikation sein. Also muss es nicht unbedingt sein. Jetzt haben wir eben den Vorteil mit dem Forex-Screener, dass wir das Ganze kombinieren können und dementsprechend einfach zusätzlich zu unserem Hammer, den wir jetzt als Kriterium eingegeben haben, weitere Kriterien eingeben können. Und in dem Falle macht es eben am meisten Sinn, wie gesagt, wenn wir uns ein Widerstandskriterium auswählen, und das können wir jetzt einmal tun. Nehmen wir beispielsweise die Pivotpunkte nochmal und dann muss das Ganze eben auch an einem Pivotpunkt liegen, der drunter, also unter den Kerzen liegt, also quasi ein Support-Pivotpunkt, so, und kein Resistance-Pivotpunkt. Weil wir wollen ja eben, dass das Ganze von unten abprallt und dann nach oben geht. So. Also nehmen wir uns mal einen Pivotpunkt S2 und sagen, dass der Kurs dort in der Nähe liegen soll und dementsprechend wir einen Hammer auch dort ausgeprägt haben. Und jetzt haben wir drei Ergebnisse. Das erste ist ein Future und dann haben wir quasi eine Aktie und einen Forex Spot. Forex Spot ist auch sehr interessant, weil die Handelsinstrumente kann man mit einem ja, besseren Hebel handeln. Also man kann im Endeffekt, man braucht weniger
Balance im Depot, um mehrere Positionen eingehen zu können. Für den einen oder anderen sehr interessant. Und dann können wir uns das Ganze mal ansehen, wie das aussieht. Also der Kurs befindet sich jetzt genau am Punkt S2. Und ich finde, hier muss ich ehrlicherweise gestehen, sieht der Hammer aber nicht so toll aus. Also der passt hier nicht so richtig gut in den Kontext. Was auch dagegen spricht, sozusagen, ist, dass wir hier schon mal reagiert haben an dem Punkt S2. Und von daher würde ich dieses Setup auf gar keinen Fall irgendwie handeln. So, deswegen gucken wir uns mal noch das andere Setup an. Mal sehen, ob wir hier was Besseres haben. So toll sieht es aber auch nicht aus, weil wir auch schon hier wieder an dem Pivotpunkt S2 vorbei sind. Wenn das der Fall ist, dann kann man ja dann kann man auch das Ganze mal umkehren, dass man sagt, wir wollen jetzt vielleicht nicht nach einem Hammer suchen, sondern wir suchen nach einem inversen Hammer, wo der Kerzenkörper unten So, da bin ich wieder. Wo der Kerzenkörper auf der Unterseite liegt und der Docht eben nach oben zeigt. Das können wir mit dem Forex Screener auch einstellen, indem wir einfach in der Filtergruppe den Inverted Hammer auswählen. Und da müssen wir bei den Pivotpunkten auch nicht mehr nach den S-Punkten suchen, dass wir dort aktuell in der Nähe liegen sollen, sondern nach den Resistance-Punkten, die quasi immer die oberen Punkte sind. Und dann können wir das hier einmal durchscreenen. Hier haben wir leider keine Ergebnisse gefunden. Bei der Pivotpunkt R3 meistens eben, der wird selten erreicht. Also das ist der äußerste Punkt, der äußerste Widerstandspunkt. Okay, und hier haben wir jetzt auch keine Ergebnisse. Da haben wir gerade ja einfach kein Glück, beziehungsweise der Markt hat einfach keine Gelegenheiten. So. Wenn man jetzt so unbedingt ein Setup mit dem Hammer weitersuchen möchte, könnte man auch natürlich den Preismarkenfilter wieder nehmen als nächsten Widerstandsfilter. Aber ich würde sagen, zeittechnisch gehen wir mal lieber in die nächsten Folien rein, in die nächsten Setups. Und wer den Forex-Screener nutzt, kann ja eben die Setups jeden Tag so für sich durchgehen. Und da wird man auf jeden Fall auch was zu finden. Okay. Ja, als nächstes haben wir Chart-Patterns, die eben nicht nur aus einer Kerze bestehen, sondern aus mehreren Kerzen bestehen. Und die sind in der Regel auch sehr beliebt. Also das sind eben auch Setups, die findet man so in den klassischen Trading-Büchern. So gerade diese Double-Top-Formation oder doppelten Boden-Formation. Und das Ganze funktioniert eben so. Beispielsweise dieses Setup. Wir haben ja auch einen Widerstand, der kreiert wird und der wird einfach zweimal angelaufen. So von der Unterseite in diesem Fall. Und wie man das Ganze handelt, ist, man steigt Richtung Short ein. Also es ist ein Short Setup und man wartet in der Regel darauf, bis quasi das letzte lokale Tief, bis das gebrochen wird. Also das ist auch wieder dieser Strukturbruch, wovon ich vorhin schon mal sprach, nur jetzt in einem anderen Kontext gesehen. Und wir gucken uns das Ganze vielleicht gleich mal im Forex Screener an, um zu schauen, ob der Markt uns jetzt sowas hergibt. Müssen wir die alten Filter noch mal rauslöschen und dann können wir in der Pattern-Filter-Sektion quasi all unsere Chart-Formationen, Filter sehen. Und hier haben wir eine Gruppe für Double Top oder Double Bottom für diese Formation. Und wenn wir das einmal auswählen, dann kann man in der Vorschau eben schon ja, erkennen, ob das Ganze gut aussieht oder nicht. Und hier sieht man eben schon, hier ist gerade genauso dieser Widerstand. Also
Der Forex-Screener erkennt eben dann den Widerstand, wenn es zwei Punkte gibt, zwei Hochpunkte gibt, die auf gleicher Höhe liegen. Was dazwischen passiert, das muss man eben manuell so ein bisschen überprüfen. Also es wird natürlich auch vom Forex-Screener überprüft, aber manchmal sind die Ergebnisse dort nicht so 1A, dass man sich das auf jeden Fall nochmal angucken sollte. Und gerade eben deswegen, weil wir ja auf diesen Strukturbruch warten. So. Und in diesem Falle haben wir hier, ist die Situation ein bisschen tricky, weil wir mehrere Tiefpunkte haben. Und jetzt wäre natürlich die Frage, naja, welcher der Punkte muss denn jetzt unterboten werden, damit das Ganze als Short Setup gilt, sozusagen, ne? So, richtig sauber wäre es, wenn er den untersten Tiefpunkt unterbietet für einen Setup. Aber in dem Falle hätte man dann natürlich auch das Problem, dass der Kurs dann vielleicht zu weit weggelaufen ist für den Entry, weil wir ja den Stop-Loss in der Regel über das doppelte Top legen werden. Und umso tiefer wir quasi in Richtung Short einsteigen und umso weiter wir dann schon von dem Stop-Loss weg sind, umso schlechter wird unser CRV. Deswegen kann man immer gucken, ob man sich hier noch ein weiteres Hilfstool heranzieht, beispielsweise die Fibonaccis, ob man ja die Fibonaccis nochmal legt und dann guckt, wie weit die Korrektur beispielsweise schon gelaufen ist oder ob es hier vielleicht noch Gaps gibt, wie in diesem Falle, die noch geschlossen werden müssen. Und hier sieht man auf jeden Fall eine, die sogar relativ groß ist. Also man muss das Ganze wie so einen Puzzle immer die einzelnen Stücke noch zusammenpuzzeln, um das größere Bild oder diesen Kontext eben zu erkennen. Und in dem Falle ist es einfach die Gap, die uns dazu verhelfen könnte, die Entscheidung zu veranlassen, hier nochmal in Richtung Short einzusteigen. So, um dann quasi diese Gap nochmal zu füllen und das hier eventuell als Target anzulaufen. Plus, wie ich eben meinte, die Fibonaccis, die man auch anlegen könnte und zieht, um dann zu gucken, eventuelles 50er-Level, was quasi oftmals angelaufen wird, nochmal als Korrektur, weil die übergeordnete Bewegung ja doch eine Long-Bewegung sein kann. Das heißt quasi, wir kommen von unten, machen hier unser doppeltes Top, dann haben wir eine Korrektur und dann setzen wir eventuell die übergeordnete Bewegung einfach fort, sozusagen. Und das würde hier auch noch gut mit ins Bild passen. Das 50er-Level, wenn das jetzt weiter oben gewesen wäre, dann wäre es einfach unwahrscheinlicher, dass die Lücke noch geschlossen wird. Also jetzt in diesem Kontext noch geschlossen wird. So. Also das auch als mögliches Trading-Setup an dieser Stelle. Mit Short Entry, Stop Loss über dem doppelten Top und dann als Target könnte man den Schluss der Gap oder auch des 50er Level, weil es hier an einem lokalen Hoch ist, mit anpeilen. Okay. Dann sprechen wir vielleicht doch dieses Rectangular Pattern durch. Hier ist die Theorie dahinter, dass wir in einer Seitwärtsphase uns befinden und der Kurs quasi immer zwischen zwei Widerständen nach oben und nach unten abprallt. So. Und jetzt könnte man natürlich so vorgehen und sagen, wenn der Kurs sich an der Oberseite befindet, dann gehen wir Richtung Short. Und wenn der Kurs sich an der Unterseite befindet, dann gehen wir Richtung Long. Macht auf den ersten Blick Sinn. Statistisch gesehen liegt aber die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Rectangle Pattern die herkommende Trendbewegung oder Impulsbewegung fortsetzen wird. Das heißt sozusagen, in dem Fall ist der Kurs eben von außerhalb unten gekommen. Und je nachdem, wie oft es in der Range noch hin und her handeln wird, wird es mit höherer Wahrscheinlichkeit nach oben dann quasi die Range verlassen und quasi
den Aufwärtstrend fortsetzen. Das heißt, für uns entsprechend macht es mehr Sinn, wenn wir uns an der Unterseite der Range positionieren und Richtung Long einsteigen. So, und wie wir das umsetzen, würde ich hier auch noch mal kurz zeigen, weil das ein sehr interessantes Pattern ist. Und zwar löschen wir erstmal wieder unsere Filter. Das sieht alles gut aus. Wir sind immer noch in der Pattern-Filter-Sektion und haben hier einen Filter namens Rectangle-Formation. Und als Auswahl können wir quasi sagen, ob der Kurs sich an der oberen Seite oder an der unteren Seite befinden soll. So, das lasse ich jetzt erstmal einfach so stehen, die Aussage, und schau mal rein, was der Markt hier so zu bieten hat für uns. So, und das Ganze sieht eben auf Wochencandle-Chart so aus. Wir haben hier quasi das dritte Mal, dass wir die obere Range anlaufen. Und nach unten hin haben wir auch einen extrem harten Boden. Also 1, 2, 3, 4, 5 Mal wurde das Ganze schon angelaufen. Und ursprünglich kommt der Kurs eben von oben. So, das heißt quasi, nach der Theorie mit dem Auflösen macht es eben mehr Sinn, wenn man sich an der Oberseite positioniert, Richtung Short. Und es gibt auch eine Theorie, von der ich allerdings nicht weiß, ob sie stimmt. Also ich habe das Ganze noch nicht gebacktestet sozusagen, dass umso öfter oder wenn ein Boden oft genug getestet wird, dass er dann auch schwächer wird sozusagen. Und wenn er jetzt fünfmal schon getestet wurde, schwach geworden ist, dort entsprechend die Liquidität abgeholt wurde und irgendwann kann der Kurs dann durchrennen durch diesen Boden, weil er einfach an Stärke verloren hat. Aber wie gesagt, ist das nur eine Theorie, von der ich nicht weiß, ob sie einen statistischen Vorteil hat oder nicht. Nur mal so als Anmerkung. Aber ansonsten würde uns das quasi auch mit in die Karten spielen, halt eine Short-Position einzugehen und als Target dann einfach mal den Boden anzusteuern, was auf Wochencandles auch eine ziemlich große Range ist. Okay, dann haben wir diese Patterns auch besprochen und gesehen, wie man sie nutzen kann. Und gehen in die nächsten Setups. Wieder quasi ein anderes Setup-Thema. Jetzt haben wir nochmal die Fibonacci Retracements. So. Und bei den Fibonacci Retracements ist es relativ easy, wie man das Ganze nutzt. Und zwar, wenn wir eine Bewegung haben, dann legen wir diese Fibonacci-Bänder einmal komplett über die Bewegung. Und es bilden sich dann halt die Fibonacci-Levels, die werden dann eingezeichnet, die sogenannten Retracements. Hier gibt es höhere Wahrscheinlichkeiten in den Bereichen des 50er-Levels, des 38er-Levels und des 61er-Levels, dass der Kurs dort seine Korrektur beendet und dann eben seine ursprüngliche Bewegung fortsetzt. So. Jetzt ist eben natürlich die Sache wieder, wie findet man sowas mit dem Forex-Screener? Und das würde ich an der Stelle einmal zeigen, weil es auch verschiedenste Anwendungsfälle gibt. Also man kann die Fibonacci Levels auch auf nicht herkömmlicher Weise benutzen. Und ich würde hier aber mal die herkömmliche Weise aufzeigen, wie man die nutzt. Und zwar haben wir dafür diese erste Gruppe, Distanz zu Fibonacci, letzte Trendbewegung. Und dann gibt es auch Leute, die das Ganze gerne über den gesamten Trend projizieren. So, das heißt quasi, die ersten beiden Gruppen sind am interessantesten.
wenn man das State of the Art mäßig verwenden möchte. Jetzt können wir uns quasi das Level aussuchen, wo der Kurs sich quasi dran befinden soll. Und das machen wir, indem wir dann einfach in den Filter hineinklicken und dann sagen, dass es relativ dicht an dem Kurs sein soll, in dem Fall 0,1%. Die letzte Trendbewegung. Und dann kann man eben durch die Vorschaubilder gucken, was nach einem guten Setup aussieht. Das hier sieht auf dem ersten Blick für mich interessant aus. Ich werde gleich mal ausführen, warum. Genau. Ich weiß nicht, ob man das jetzt durch das Webinar so gut gesehen hat, aber ich habe halt in dem Vorschaubild gesehen, diese markante Aufwärtsbewegung und danach die Abwärtsbewegung, die schon eingeleitet wurde mit potenziellen Bruch der Struktur bzw. Abwärtstrend, der sich gebildet hat. Und jetzt haben wir die Fibonacci-Bänder. Die werden jetzt über die letzte Trendbewegung rübergelegt. Das heißt quasi, die letzte Trendbewegung ist von hier nach hier. Dementsprechend die Bänder und dann 50%, da wo sich jetzt genau unser Schlusskurs befindet. Danach haben wir halt gesucht. Was für dieses Setup spricht, also was Pluspunkte gibt für ein Short Entry sozusagen, ist, dass wir jetzt wieder auf einem markanten Level sind. Und das ist dieses Level. Da befindet sich jetzt der Kurs dran und das sagt quasi aus, potenziell könnten wir jetzt nochmal abprallen. So. Auf der einen Seite sind wir jetzt genau bei 50%. Abprallwahrscheinlichkeit ist hoch und dann halt nochmal zusätzlich ein weiterer Widerstand. Abprallwahrscheinlichkeit ist dementsprechend noch höher. Und den Stop-Loss könnte man dann über das letzte lokale hochlegen. Das ist gerade hier. Hier könnte man auch nochmal eine Zeitintervall tiefer gehen, um zu gucken, wie das Ganze aussieht. Hier sieht es so aus, als hätten wir die letzte Abwärtsbewegung auch nochmal gebrochen durch das höhere Hoch. Und das würde entsprechend gegen unser Setup sprechen. Also, dass wir sagen, wir haben jetzt hier vielleicht einen Aufwärtstrend, der sich wieder etabliert und unseren übergeordneten Abwärtstrend auf den Stundenkerzen eventuell brechen wird. So. Von daher sind es zwei widersprüchliche Situationen. Und ich würde generell empfehlen, einfach nur zu handeln, wenn wirklich alles passt. Also ich würde nicht immer Trades eingehen, wenn es auf den Stundenkerzen gut aussieht, aber wenn man dann auf M15 Kerzen geht und dann sieht es nicht so gut aus, davon würde ich die Finger lassen, weil davon, man wird sich langfristig verbrennen. Das ist einfach kein statistischer Vorteil sozusagen. Und dementsprechend würde ich diesen Trade hier nicht eingehen. So. Man könnte ihn höchstens noch eingehen, wenn das Ganze sich jetzt weiterlegen würde. Also wenn das Hoch nicht überboten wird und das Tief aber unterboten wird und das jetzt nur so ein kurzer Ausbrecher war. Das Hoch befindet sich eben auch genau an diesem kleinen Widerstand sozusagen. Und dann könnte man potenziell in die Short-Richtung gehen. Aber so wie es jetzt gerade aussieht, würde ich erstmal noch abwarten. Okay. So. Dann würde ich auf jeden Fall noch mal aufrufen für Fragen, falls es doch welche gibt. Und in der Zwischenzeit noch mal darauf eingehen, wie man denn den kostenfreien Zugang für den Forex-Screener bekommt. Und zwar haben wir eine Partnerschaft mit unserem Broker FX Flat. Und der Deal sieht eben so aus: Sie müssen für den Zugang, müssen Sie nichts bezahlen, wenn Sie bei FX Flat Kunde sind. Und
Wenn Sie bei FXFlat schon ein Trading-Konto haben, dann können Sie einfach auf unsere Webseite gehen, forex-screener.de, finden dort den Button Zugang erstellen und dann muss man eben nur noch angeben, dass man bei FXFlat ein Trading-Konto hat und kann dort seine, ja, seine Daten, damit man quasi gefunden wird, eingeben, seine Kontonummer eingeben und wenn das Ganze abgeschickt wird, dann kann FXFlat dort den Account, der gratis ist, freischalten. So, dann bekommt man eine E-Mail mit den Zugangsdaten, kann sich einloggen und man sieht den Forex Screener genauso wie ich ihn hier heute präsentiert habe. Der große Vorteil ist eben, die ganzen Kursdaten, die stammen direkt auch aus dem FXFlat Broker sozusagen, also man sieht die Sachen 1 zu 1 so, wie man sie im MetaTrader bei FXFlat auch findet. Es gibt eben auch Screening-Tools, wo die Datenquelle dann nicht die gleiche ist. Also wenn man beispielsweise screent auf den Tagesdaten von Yahoo Finance und dann findet man irgendeine Formation, öffnet die bei sich bei FXFlat dann. Hoppla, heute ist es Mikrofon ein bisschen anfällig. Entschuldigung dafür. Aber ja, was ich gerade sagen wollte, dann öffnet man quasi das Setup, was man gefunden hat bei sich im FXFlat MetaTrader und dann sieht es eventuell ganz anders aus, weil einfach die Kursabweichung zu groß ist. Also weil man andere Daten hat bei Yahoo Finance, als man sie eben bei FXFlat dann hat. Von daher ist bei uns der große Vorteil, man hat es alles aus einer Hand. Und man findet eben auch nur die ganzen Symbole, die es bei FXFlat zu handeln gibt. Also man wird jetzt so kein Setup finden, was man dann bei sich im MetaTrader gar nicht umsetzen kann, weil das, weil die Daten nicht da sind. So, das ist der große Vorteil. Und falls man da noch irgendwelche Fragen zu hat, wie man an den Zugang quasi rankommt oder wenn man es beantragt hat und man hat jetzt nach einem Tag noch nicht die Zugangsdaten erhalten, dann kann man auch gerne Kontakt aufnehmen bei uns oder direkt bei FXFlat einfach mal kurz nachfragen. Okay, ansonsten schaue ich nochmal, ob sich hier Fragen ergeben haben. Ne, das sieht gut aus, keine weiteren Fragen und dann scheine ich alles ganz gut erklärt zu haben. So ist es. Perfekt. Ja, cool. Dann würde ich sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich hoffe mal, dass Sie heute was mitnehmen konnten, dass ich einen guten Grundstein legen konnte für den Forex-Screener. Falls noch Fragen aufkommen, wie gesagt, einfach kurz per E-Mail melden, mail@forex-screener.de. Und dann wünsche ich ansonsten noch eine profitable restliche Handelswoche. Vielen Dank. Ja, dem schließe ich mich an. Wünsche natürlich allen Teilnehmern auch eine erfolgreiche Woche und vielen Dank für die Teilnahme und für das Interesse und natürlich ein riesen Dankeschön an Manuel für das Webinar heute. Hat mir gut gefallen und Aufzeichnung kommt für ihn mal so schnell wie möglich online, sodass Sie nochmal alles nacharbeiten können. Würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und noch einen schönen Abend. Ciao zusammen. Ciao, ciao.